Mit fast 3.200 Toten ist China nach wie vor das Land mit den meisten Todesfällen. Jedoch steigen die Zahlen vor allem in Europa weiter an. Am stärksten betroffen ist nach wie vor Italien. Dort starben von Samstag auf Sonntag erneut fast 370 Menschen. Es sei der höchste Anstieg innerhalb eines Tages seit Beginn der Zählungen. Landesweit sind knapp 25.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Karte zeigt das Ausmaß der Pandemie. Weltweit sind mittlerweile mehr als 6.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Europaweit liegt die Zahl über 2.000. Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land Europas. Bilanz: mehr als 6.000 Infektionen und rund 200 Todesfälle. In Deutschland sind derzeit mehr als 4.830 Infektionen bekannt. Auch Österreich und die Schweiz verzeichnen einen rasanten Anstieg. Beunruhigend sind die Meldungen aus Afrika. Auch dort breitet sich das neue Coronavirus zunehmend aus. Staaten wie Namibia oder Madagaskar streichen Flüge. Südafrika lässt keine Ausländer aus Risikogebieten mehr ins Land.